herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo, ich bin so. Der Tigerfarm. Und ich bin immer noch am Kartoffeln holen. Wie viel Käse ist denn da? Ist schon voll? Ich bin nicht da. Ich bin erst wieder umkonfiguriert. Ja, dann schaue ich direkt in den. Hat es direkt mit dem Dings. Aber nee, hast du da, ja. Mir sieht so aus, als ob die Taschenlampe so ein bisschen verändert haben. Das ist jetzt ein bisschen. Yes, Lightning dunkler. Wurde verändert, das stimmt. Sie ist jetzt ein bisschen dunkler. Ah, finde ich cool. Also ich werde hier wahrscheinlich noch die Folge auf jeden Fall zu tun haben mit dem Kartoffelernten. Vielleicht musst du aber den letzten Rest dann übernehmen, dass ich auch mal was anderes mache. Darfst du nicht, Kappa. Also sonst wird es ein bisschen langweilig. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Weißt du, dann fallen mir wieder dumme Sachen ein. Ja, lassen wir es wieder. Na komm, zieh. Finde ich nicht so gut, wenn dir doofe Sachen einfallen. Nee, warum hängt denn der jetzt fest? Weiß ich auch nicht. Alter, ich hab doch schon die Pflege, den Dinger hochgemacht. Weiter geht's. Ein Käse ist noch fertig, der andere ist auch gleich. Achso, ja, okay, wir haben ja die Zeit im Moment auf 1. Mach doch mal 5. Ist dann besser. Ja, zumindest haben wir dann ein bisschen eine höhere Produktionszeit. Eine schnellere. Eier müssten auch noch keine fertig sein, dass wir die wieder in den Laden stellen. Nee, ich guck grad nach der Milch. Ach. So, die lade ich gerade nochmal ab. Wie viel geht denn in den Anhänger rein? In welchen? 18.000 irgendwas, gell? In den John Deere Wasserfassanhänger? Nein, in den Akkuliner. In den Akkuliner 21.000. Ah, okay. Ja, jetzt ist eine Ladung mal drin. Sag 300 dann Liter. Bring ich trotzdem mal zur Käserei. Ja, das ist sinnvoll. Also die Käseproduktion sollte eigentlich nonstop laufen, das wäre am besten. Das ist richtig. Was kosten eigentlich die Butterdings da? 8.000 oder so. Okay. Wäre ja auch eine Überlegung für eine Investition. Mhm. Weil dann könnte man halt 2 Sachen mit der Milch produzieren. Vielleicht. Was denkst du, sollen wir uns das Fasschen holen? Ja klar, lohnt sich auf jeden Fall. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, denke ich auch. Schade, dass da keine Kühlschrankanzeige bei diesem Mischer da steht. Ja, das finde ich auch. Den einen Käse kann ich ja in den Hofladen fahren. Hast du im Hofladen schon eingelagert? Ah ja, genau. Letztes Mal. Ja, ja.
Wir werden, das ist eine Aufnahmesession im Moment, in dem wir einige Folgen vorproduzieren. Wir werden in den Sessions dazwischen, also zwischen dieser Session und den nächsten Folgen, also wenn die Session abgeschlossen ist, das ist morgen und übermorgen noch eine Folge von der Session, dann werden wir, denke ich, die Map updaten. Mhm. Oder? Macht das Sinn? Ja. Wenn es dann funktioniert, dann. Ja, die Frage ist, sollten wir... Die Kartoffeln und alles sind halt dann weg, oder? Ja. Das ist halt dann alles. Oder Einzige. In welcher Datei wird das gespeichert? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann man das auch mit rübernehmen. Das bedarf dann mal ein, zwei Tests. Nicht nur eins, zwei. Ja. Nein, im Grunde ist es gar nicht mal so viel. Neuer Spielstand. Und dann da die alten XML-Dateien reinladen. Und gucken, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Wenn es funktioniert, ist gut. Wenn nicht, dann ist halt doof. Aber ich würde sagen, dann müssen wir halt in den sauren Apfel beißen und da mit nochmal Null starten. Zumindest die Ressourcen, die Fahrzeuge können wir ja mitnehmen. Und die Kühe auch. Die Kühe kannst du auch mitnehmen? Nein, ich glaube nicht. Aber man könnte es ja alles nachkaufen. Genau. In-game dann mit einem separaten Konto. Ja. Also das werden wir dann schon machen. Wir werden gucken, dass wir dann möglichst gleich starten. Im Notfall, wenn wir die Ernten nicht mitnehmen können, dann werden wir uns das Geld gut, also werden wir alles verkaufen und uns das Geld gut schreiben. Jo. Aber ein Silo eintragen lassen, das würde gehen. Ah, die Kartoffeln sind. Die Kartoffeln halt nicht. Ja. Das ist halt das Einzige. So. Black. Black? Ah, ich habe schon zwei Drittel fast abgeerntet. Ja. Vermute ich mal, ja. Sieht so aus. Kannst du dann mal noch. Ja, kannst du auch mal bei den Gewächshäusern nach dem Füllstand schauen? Ja, schau ich gleich. Wenn, ich weiß hier nur, dass der Käse durch die Beschriftung vorkommt. Kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Muss es selber kleben. Hat dir keiner gesagt? Das Label musst du selber drauf machen. Warum wurde es bei den anderen Käsen auch gemacht? Hä? Ja, ich bin schlau, bin ich. Ist der wohl böse hier? Selber schuld. Steht wieder da. Jetzt muss ich es wieder sagen. Steht da und arbeitet nichts. Ja. Was sollten Sie tun? Das Label auf den Käse machen. Ich hab keins! Muss ins Lager gehen. Kauf mir eins. Lager. Kauf mir eins. Vielleicht liegen in der Garage noch welche rum. Nö. Nö. Hab grad nachgeguckt. Genau.
Und bei dem Fendt einschlägt und fährt, dann hat er ein bisschen Probleme. Ja klar, Fendt. Jetzt hat er einmal hier kein Fendt und jetzt zieht er gleich über Fendt her. Sonst hat er immer Fendt. Nee, ist nicht richtig. Sogar extra mit meinem MF zum Anhänger. Der ist gut. Ich lade nämlich gerade das zweite Mal ab. Ich schaue zum Beispiel. Ich komme mal vorsichtshalber mit Warnblinker. Warum? Wow. Okay, das ist gerechtfertigt, dass du mit Warnblinker fährst. Dann passt noch was rein. Ja, wie viel? 4.400. Nee, ja, dann gesagt 3.400. Und dann fahr ab. Nee. Weil die, wenn ich voll bin, sind es 8.000. Dann habe ich die Hälfte immer noch hier drin. Das ist Blödsinn. Ah, ja. Ja, Herr Herrscher. Da bin ich aber doof gefahren. Was gibt's denn für Kartoffeln? Ein Preis. Schau nach. Übrigens, mit dem Stroh können wir nicht nur im Strohlager fahren, sondern auch, wie heißt es? Moment. Ein Silo. Biomasse machen. Nee, gar nicht wahr. Da kann man Silage, Kompost. Oder? Kompost rausmachen. Und was haben wir von dem Kompost dann? Den können wir verkaufen. Aha. Und der gibt wie viel an Preis gibt der? Müsste ich nachgucken. Weil Stroh gibt nun mal so um die 100. Und jetzt aber Biomasse. Nein, nicht Biomasse. Es wird ja Kompost. Daraus Kompost. Ja, wenn der Kompost uns, keine Ahnung, 500, 600 bringt, dann lohnt sich's. Ich weiß nicht, welches irgendwo das ist. Tja. Das ist Klee, glaube ich. Das muss dann Kompost sein. 74 gerade. 74? Das ist natürlich nichts. Und Stroh ist nur im Moment bei 62 sinkend. Okay. Also wenn der Strohpreis nicht so viel hergibt wie der Kompostpreis, dann kann man das schon machen. Ja. Muss mal gucken, mal die Preise im Auge behalten und eine Preisliste erstellen. Gelegentlich. Dass wir so wissen, was ist Maximum, was ist Minimum. Mhm. Ja, stell den Anhänger dann mal bitte ein bisschen weiter oben ab. Das ist perfektes Timing gewesen. Bitte. Sei fertig. Hä? Ja! Der Käse ist fertig. So ein Käse aber auch. So, wie viel Käse haben wir jetzt im Ding? Ich lade gerade erst auf. Keine Ahnung. Ja, wie viel hast du hier oben? Letztes Mal waren es 12 oder 13 Käse, die du hattest. Ich schau gleich. Dann gucke ich gleich im Regal. Mm-hmm.
Sieht schon gut aus, also ich bin schon zufrieden. Bald fertig hier oben. Es sind schon einige im Regal, kann ich das mal sagen. Das ist gut. Gibt heute Abend mein Geld. Ja, richtig viel. Moment, das sind 6, 9, 12, 13. 13 sind jetzt drin. Mhm. Ist cool. Und Eier? 3. 3 volle Kisten. 3 volle. Ja, da kommt auch noch eine oder zwei, glaube ich, zu bis heute Abend. Bis zur Verrechnung. Verrechnung ist ja circa 19, 20 Uhr. 19 Uhr, immer. Wir müssen dann nochmal für die Hühner Futter. Oh, weißt du, was mir noch einfällt? Was? Kartoffeln können wir auch da verkaufen. Das werde ich in der nächsten Folge dann befüllen, weil wir sind am Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Und schaut gerne morgen wieder rein bei Hofbergmann. Oder beim RP-Projekt 14 Uhr oder beim Minecraft-Projekt um 16 Uhr. Ciao. Tschüssi.